Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir gehen rein in Frostsee. Das Ganze ist Thronefall. Spiel für 6 Euro. Und ein Tower Defense, wo ihr selbst in der Gegend rumgeht. Das ist die Kampagne, die es gibt. Es gibt 2 Gebiete, die konnte man schon in der Demo spielen. Dann noch ein drittes. Ganz wichtig hier natürlich der Blick immer auf die Rangliste. Ich bin vor Maxi Markov. Das ist ganz wichtig. Beim Sound können wir gerade nochmal gucken, ob wir da nicht ein bisschen... Vielleicht das Spiel noch ein bisschen runter machen, weil in den Fights ist es schon sehr laut. Und wir sind gerade im letzten Gebiet, was es gibt. Ostsee. Und da wollen wir Frostsee doch mal spielen. Es gibt verschiedene Waffen, die wir selber tragen können. Entweder einen leichten Speer oder einen Langbogen. Wir gehen mit dem Langbogen. Dann gibt es verschiedene Dinge. Türme werden gebufft. Mehr HP. Burgbefestigung ist krass. Ich würde gerne die Kürbisfelder bauen. Kürbisfelder und bessere Türme. Gehen wir mit den beiden rein, können 2 Perks wählen und wir können auch uns das Spiel nochmal selber schwieriger machen. Aber wollen wir natürlich nicht. So, das Gebiet habe ich selber noch nicht gesehen. Wir müssen mal, können uns das mal angucken. Also hier kommen die aus dem Gebiet raus. Wir sind ja aber sehr close direkt. Hier ist eine Sackgasse. Oh, was ist das? Baut jeden Morgen ein Fischerboot, maximal 5 Boote. Jedes Boot bringt 1 Gold pro Tag. I love it. Show me the world. Boah, hier unten ist es aber sehr weiträumig. Junge. Jetzt sieht es noch nicht so aus, als könnten wir hier viel bauen. Aber ihr seht schon, es gibt halt einfach diese Punkte. Da kann man drüber gehen und dann sieht man, wie viel Gold das Ganze kostet. Bei uns sind es 3, wir haben nur 1. Hauptgebäude könnten wir auch upgraden, kostet 7. Hier können wir Häuser bauen, die geben uns auch jede Runde Gold. Oh, noch mehr Fischerboote. Okay. Hä? Baue Bogenschütz. Platz. Baue Schmiede. Tausch nach Verbesserung ab, jetzt gelten für dich deine Truppen und deine Gebäude. Krass. Okay, hier gibt es coolere Gebäude. Aber das ist doch kein Bogenschützplatz. Ah, doch. Ah, da sind sie. Ah, da ist... Ah, das ist Fels. Das ist nicht Wasser. I'm stupid. I'm sorry. My bad. So, jetzt ist die Frage, ob wir die 7 so gekitet kriegen, dass sie nicht unser neues Fischerboot kaputt machen. Wir haben Nahkampfangriff. Das ist dieser kleine Kreis, den ihr seht. Der baut sich halt immer langsam auf. Können auch ein bisschen was selber tanken. Also hier ist es wichtig, dass halt kein Gebäude von uns kaputt geht. Deswegen tanke ich lieber ein bisschen selbst mit meinem Face. Und einzelne können wir natürlich auch hier weghalten. So, bau mir ein Boot. Geil. Stop. So, von hier unten kommen 17 irgendwas, was wir noch nicht kennen. Ja, ich habe jetzt leider Kürbisfelder genommen für Mühlen, also ein Perk für Mühlen. Aber ich sehe keinen Platz, wo ich Mühlen bauen kann. Also bauen wir erstmal ein Haus. Haus gibt uns jede Runde 1 Gold. Und wir haben auch ein Upgrade dabei für unser Hauptgebäude. Dass, wenn wir unser Hauptgebäude upgraden, können wir zum Punkt kommen, dass unser Hauptgebäude jede Runde 1 Haus um 1 Stufe upgradet. Natürlich nett ist. Okay, das sind diese Blobs also. Die explodieren nicht, die haben keinen besonderen Effekt. Die kommen einfach nur über Masse. Sind relativ tanky. Hätten wir das Upgrade, dass unser Hauptgebäude besser schießt, genommen, dann hätten wir wahrscheinlich hier auch ohne Turm stehen können. Ein Tech-Cam verdeckt das Gold, das ist korrekt. Machen wir es so, danke. Für den Hinweis, 4 Bogenschützen. Mehr kommt nicht. Das sieht free aus. Das heißt, ich würde gerne mein Hauptgebäude upgraden, aber dafür fehlt mir 1 Gold. Natürlich doof. Dann nehmen wir die Schmiede. Das Schmiede ist Geld garantiert. Ah. ...20% Fernkampfschaden. Nehmen wir mit, ne? Set auch für Gebäude. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass es entsprechend dann auch für meine Türme gilt. Ich kann die Nacht halt immer selber starten. Also der Tag geht so lange, wie man braucht. Okay, I didn't expect that. Aber ich habe mehr Range als die. Aber die würden mich killen. Also wir müssen immer wieder reinchargen, wenn wir unseren Melee Attack up haben. Und wir raggen halt auch die ganze Zeit noch so ein bisschen. Okay, das war aber auf jeden Fall ein bisschen härter, als ich jetzt erwartet hätte. Unser drittes Boot, sehr gut. Da kommt 45.
Und wir haben wieder nur 6 Gold bekommen, obwohl ich 2 neue Häuser habe. Das ist ein Problem. Weil, ich glaube, das schaffen wir nicht. That's on me. Ich hätte hier was anders machen müssen. Ich hätte einmal sparen müssen. Oder gerade kein Haus bauen. My bad, guys. That's probably lost. Ja, es sieht nicht haltbar aus, ne? Ich habe nochmal ein Haus im Weg gebaut. Ja, Bogen wäre auf jeden Fall das Play gewesen. Okay. Aber wir haben auch die falschen Perks gewählt, ne? Also Perks waren bad. Bei Mühlen-Upgrade ist ja super terrible hier. Brauchen wir gar nicht spielen. Und probably sogar Nahkampfwaffe, ne? Die Bauoptionen des nächsten Bauzeit-Upgrades sind bereits freigeschaltet. Das bedeutet, dass du schon früh im Spiel eine Bauoption auswählen hast. Spannend. IQ-Test nicht bestanden. Ja, aber der war nicht so schlimm, der IQ-Test, wie der letzte. Ich war eher irritiert, dass ich nur 6 Gold bekommen habe, bin ich ehrlich. Okay. Geht honestly beides. Aber Kürbisfeld ist bad. Wir haben leider noch nicht gesehen, wo sie hinkommen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Burgzentrum Damage ist sehr gut hier. Ja, spielen wir das so mit den beiden Perks. Nehmen wir das. Fischerboot als erstes, aber immer Pflicht, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was geht. Also ich glaube, dass wir halt, dass das mehr Damage macht, ist ganz cool. Weil ich glaube, das skaliert auch mit dem Level davon. Die Frage, wie weit ich sparen müsste. So, und jetzt würde ich gerne greenen. Ja? Also wir greenen jetzt und bauen Häuser statt den Turm, der sehr obviously hier steht, um das zu bestehen. In der Hoffnung, dass unser Burgzentrum so krass ist, dass es das halt selbst klärt. Wir müssen ja irgendwie aus dem Perk halt im Endeffekt immer Value rauskriegen. Gedacht, dass es bald dahin, dass die dahin rennen, sondern jetzt zu meinem Hauptgebäude. Ganz schön fies. Was, da ist noch einer. Oh, da war close. Wenn das kaputt geht, wird es zwar wieder aufgebaut, aber wäre trotzdem ein herber Rückschlag gewesen. So, und jetzt wäre die Idee, das sofort zu upgraden. Wenn du die Spezialfähigkeit deiner Waffe genau zum Ablauf der letzten Abklingt. Okay, spannend. Aber wir nehmen trotzdem das jede Runde ein Haus mehr. Der Giga Greed. Oh mein Gott, ich habe meine Ult vergessen. Aber seht ihr das? Der Attack-Speed ist halt jetzt deutlich erhöht, weil ich das geupgradet habe. Gleich müssen wir ja gucken, was die neuen Bauoptionen sind dadurch. Das ist natürlich cool, das mit Ult hintereinander einsetzen, natürlich auch sehr nice. So, hier können wir jetzt viel mehr Türme bauen. Hier noch ein Turm. Das sind einfach nur Türme, die man kriegt, oder was? Noch ein Turm. Oh. Goldmine. Gibt am Anfang sehr viel Gold und dann jede Runde eins weniger. Hafen würde ich mich natürlich auch sehen, ne? Muss ich aber entscheiden, ob Hafen oder Goldmine.
Dann bauen wir den Hafen, der scaled eher. Jetzt hat die Frage, was wir mit den 45 Dingern da machen. Ich würde sagen, wir bauen das. Du kannst die LB-Taste drücken, dann siehst du, was du bauen kannst. Die LB-Taste. Was ist denn die LB-Taste? Kann man den Hafen upgraden? L1. Was soll denn L1 sein an der Tastatur? Das Einkommen aller Boote in diesem Hafen wird verdoppelt! Okay, that's crazy. Ja, das ist jetzt ein bisschen weird, dass ich meine Bogenschützen so weit nach vorne stelle, aber die Idee ist, wenn die sterben, respawnen die. Sie sollen quasi möglichst schnell sterben und dann nochmal in den Fight kommen. Vielleicht, maybe. Was haben wir nicht? Der geht wieder auf meinen Hafen. Nehmt mich, aber lasst meinen Hafen in Frieden. Okay, mal gucken, was mit meinen Booten ist danach. Ist natürlich bitter, ne? Weil mein Hauptgebäude hätte das hier easy abgekonnt. Einfach Controller anschließen und um L1 zu drücken. Wäre natürlich auch eine Lösung. Okay, er gibt die Runde kein Upgrade und er hat kein Boot gebaut. Das ist teuer. Ich habe jetzt so 6 Gold bekommen. Boah. Natürlich ein Anti. Junge. Ja, Zap habe ich schon probiert. Wir probieren jetzt alle Tasten, Leute. Das hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. F12 ist scheinbar Screenshot. Alt. Ah. Oh ja, das ist gut. Oh, da geht auch noch ein Hafen. Ja, ich lege mich fest, Hafen ist OP. Aber damit es OP ist, müsste ich es natürlich auch mal verteidigen und dann upgraden und so. Ja, man hat schon das Gefühl, dass ein Rambock ganz gut ist gegen Gebäude. Ohne es jetzt selbst einmal erlebt zu haben. Man denkt sich jetzt sofort, jo, ist ein Rambock. Nein. Weg von meinem Hafen. Mich, aber lass meinen Hafen. Der Hafen hat es gepackt. Der hat 4. Ich will nur noch Hafen bauen. Ich bin hafensüchtig, Leute. Natürlich das Problem, dass der Hafen hier scheinbar Bait ist. Aber wir nehmen den trotzdem. Also, desto früher wir den Hafen bauen, desto schneller hat er ja auch seine Bötchen. Das Gefühl, die Goldmine ist auch Bait, weil das safe nächste Runde von da aus die Gegner kommen. Aber it is what it is. Na gut. Hoffen wir mal, dass wir den Hafen verteidigen können.
sind jetzt die Fliegedinger. Die sind nicht besonders stark und ich habe ja 4 Bogenschützen. Und ich selbst habe auch einen Bogen. Okay, ist free. Wusste nicht, dass gratis Upgrade zwischen euch auch mal Level 1 Haus bauen? Ja, vollkommen richtig. Ich muss immer 1 bauen pro Runde, damit ich das Upgrade kriege. So. Jeweils ein Rambock und 7 Bogenschützen. Aber sieht so aus, als könnte ich die nacheinander deffen eigentlich. Ich würde ja halt sehr, sehr gerne greeden. Also wir müssen auf jeden Fall die Schmiede bauen. Jetzt halt die Frage, wie viel muss ich? Weil das Upgrade wäre halt mega, ne? Statt 5 Golds pro Runde gibt es mir 10. Gotta try. Ich denke, die Krieger sind hier richtig. Dann wollen wir am liebsten hier Türme bauen, die sowohl da unten deffen, als auch hier oben. Was jetzt nicht so ganz aufging, aber hey. Okay, mal gucken. Also es ist auf jeden Fall maximal gierig. Aber dafür sind wir natürlich auch da. Für den Greed. Also die Mine verlieren wir auf jeden Fall, aber die juckt nicht so. Natürlich schön, wenn die meinen Turm nicht kaputt macht. Ja, Bock auf mich. Okay, der eine Turm hat alles gedefft hier. Nee, kann er nicht, ne? Das heißt, die sind rechts lang. Aber da habe ich auch Turm. Nimm mich! Scheiße. Aber wenn die Goldmine jetzt zerstört wird, gibt sie mir in der nächsten Runde halt kein Gold. Aber das hätte ich verhindern können. Der Angriff war sehr weak. Ich dachte, die machen mir viel mehr Probleme. Das ist das einzige. 30 und 8. Aber das sind aber die am Boden, ne? Ich habe keine Option, Mauern zu bauen. Aber vielleicht, wenn ich hier ein Upgrade reinpacke. Dann maybe, ne? Ja. Guter ist bestanden. Sowas hier ist natürlich dann... Wenn du hier einfach Mauern hast, dann wird es natürlich viel, viel schwerer für die Gegner, da irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich würde natürlich eigentlich nochmal gucken, ob wir noch einen weiteren Hafen irgendwo bauen können dadurch. Lol. Das ist ja witzig. Ich könnte hier so ein kleines Mini-Dorf bauen. Die Mauern würde ich auch immer schon mal bauen. Und noch ein Haus, eins übrig. Und von hier schießt halt jetzt wieder mein Hauptgebäude mit. No! Nein, das habe ich vergessen. Nicht mein Hafen. Okay, stopp. Arbeit. Ja gut, wenn der Hafen tot ist, kann ich ruhig alles sterben. Aber Hafen aggressiver Deffen wäre schon eine Option gewesen.
Aber sieht schon gut aus, ne? War ich recht zufrieden. Weil der Hafen hier natürlich überlebt und so, ne? Der Hafen gibt mir halt alleine 10 Gold jede Runde. Das ist halt crazy. Also wenn man hier die Hafen von Anfang an gut verteidigt und nicht wie ich ein bisschen trollt, ist glaube ich sehr free. Das sind die Fliegedinger. Das sind die Fliegedinger. Das sind die Fliegedinger. Okay, es sind einfach nur Fliegeviecher oder was? That should be rather free. Wieder ein Haus bauen, weil sonst habe ich keins, was der upgraden kann hier drum. Ja, und das hier finde ich eigentlich witzig, ne? Das ist irgendwie mein Humor hier einfach zu sagen, yo, ich baue hier Mauern. Wäre wahrscheinlich die gute Runde gewesen, um noch mehr zu greenen, aber hey. Bin ich fürs Greenen bezahlt. Habe ich eigentlich genug Türme? Die hier so bangen, ist ein bisschen ärgerlich, aber okay, mein Hauptgebäude hat da richtig Bock. Okay, das ist natürlich auch einfach wieder ein IQ-Test. Hast du Range gebaut? Der IQ-Test liegt gut für uns. Ja, der ist 2 Boote, da lohnt sich das Upgrade noch nicht. Oh, ich habe nicht auf die Anzahl der Wellen geachtet, ne? Der letztes wird es auf jeden Fall nicht sein. Puh. Unangenehm. Ja. Digga, wir müssen hier auf jeden Fall schon mal einen Turm komplett upgraden. Weil wir haben ja auch stärkere Türme gepickt als Perk. Oh, was ist das denn? Dieser Turm schießt nicht nur einen normalen Fall, sondern gießt auch kochendes Öl auf Feinde in der Nähe. Feinde, die vom Öl getroffen werden, erleiden großen Schaden. Klingt doch genau nach uns. Just in case hier auch nochmal eine Mauer bauen. Was bist du? Ja, ich denke, wir wollen ja eigentlich immer Ritter. Öl ist nur gegen Nahkampf-Units, die den Turm auch tatsächlich attackieren. Ist natürlich extremst enttäuschend. I didn't know that. Aber das ist actually extrem bad. Für mich. Weil dann hätte ich ja Öl hier bauen müssen und nicht da. Oh, das kostet vor allem auch so viel Geld, was man nicht wiederkriegt. Ne? Kann man nichts machen. Rein. Ich wusste ja nicht, dass es wirklich nur so für so Nahkampf-Units gilt. Also für
so nahe Units. Bitte 10 von 13, dankeschön. Vor allem sind die anderen Türme ja auch deswegen ganz nice, weil die dazu führen, dass die Lagerungstürme fokussen. Ups. Ja, der poppt echt gar kein Öl. Dieser Tor macht mich sehr traurig. Ich bin irgendwie an einen recht ungünstigen Punkt gestorben, möchte ich sagen. Ist jetzt noch nicht so schlimm, aber der Turm hier war halt echt eine Katastrophe. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob wir uns davon erholen können. Dieser Turm so bad ist. Ich baue hier erstmal alle Türme. Ich mir denke, ein Vieh macht auch Mist. Heute so windig in Berlin. Das ist richtig crazy. Ich habe noch nie erlebt. Ich habe quasi meine Fenster auf Kipp und die knallen die ganze Zeit zu. Einmal alle Units mitnehmen. Ah, oh, komm. Springt sofort in den Tod, Leute. Garantiert Fun. So, jetzt könnte ich einen upgraden. Zum Superturm. Machen wir auch. Will ich nochmal für ein paar Häuser, ja, ne? Ist aber ganz cool, also ich muss sagen, der Hafen fühlt sich deswegen halt ganz geil an, weil er halt auch ausnahmsweise mal so ein bisschen belohnt, wenn man wenn man am Anfang nicht nur komplett ekot, weil du ja, wenn du komplett ekost, halt auch deinen Hafen wahrscheinlich nicht verteidigt bekommst. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die so durchspringen, ne? Das hier lieber ich als der Hafen, ne? Auch der Hafen, den ich gerade geupgradet habe, ne? Hätte ich aber an den Units halt eben sehen können, dass das ein Risiko ist. Ist das jetzt die letzte Runde? Beim Gank unterm Turm kämpfen. Meinst beim Gang? Hier könnte ich diesen neuen Turm mal testen. Tu mal Öl raus. Hier kommen ganz viele Dinge, die ganz schnell sind. Hier kommen plötzlich Dinge, die einfach stark sind. Muss jetzt 12 von 13 sein. I see. Probieren wir mal unser Glück so. Sollten wahrscheinlich hier die Einstellung rausnehmen, dass die sich jeden Morgen zurücksetzen.
Eigentlich sollte ich meine Truppen splitten, ne? Oh! Vielleicht machen wir die zuerst. Dann die einfach zuerst killen. Hier würde ich gerne mal den Pump-Damage sehen. Pump-Damage ist gut. Hier auch, ne? Ich frage, wie viel Cooldown der hat. Oh, gar kein gefühlt. Sick. So, die 30 hier sollten jetzt mal weg sein. Wird die noch da rennen? Ich finde ganz cool, dadurch, dass man halt die ganze Zeit so selber unterwegs ist und fightet, hat man halt echt so ein Herrscher-Feeling. Dass sie das hier jedes Mal komplett zerstören, bevor sie weiter zu meiner Base rennen, ist halt übel geil. Ne? So ein Außenposten-Feeling ist schon extrem gut. Ne? Tut ihr vielleicht nicht nur faulenzen, sondern ab und zu auch was für euer Geld machen. Die Dicken könnte man echt komplett weghalten, ne? Also, wenn man gut ist, im Gegensatz zu mir. Ich doch zurücksetzen, weil ich zu viel gemixt habe. Ich kann die nicht mehr auseinander. Sehr schön. Werden die denn bezahlt? Was meinst du? Oh. Wait, what? Das ist natürlich ein witziger Turn. Okay, entweder setzt man jetzt hier alles auf Bogenschützen oder man setzt alles auf Türme. Und ich würde actually lieber auf die Türme setzen. Das ist ja die Frage, wie viel Damage das Vieh den Türmen macht, ne? Ich denke, ein bisschen mehr Mauern tut uns wahrscheinlich gut. Das hier ist der innere Zirkel, ne? Das heißt, wir bauen zwei Supertürme. Und hoffen einfach, dass das reicht. Ja, wir wissen leider noch nicht, ob das Ding tatsächlich auch interessiert an Mauern ist, aber ich denke, das werden wir dann einfach gleich rausfinden. Bei euch eher das Gefühl habt, dass ihr vielleicht in der ersten Mauer sein solltet. Ja, dann probieren wir doch mal unser Glück, ne? Ich sag mal, mein Hafen ist weg. Oh, aber der attackiert tatsächlich erst das da. Okay, der spawnt auch shit. Okay. Das war wahrscheinlich Runde 1 von 2 Millionen. Ja, relax, please. Muss ich das möglichst schnell killen, damit es nicht mehr spawnt? Ah, es verliert jedes Mal ein Leben. Okay, also das Positive ist, es interessiert sich für Mauern. Negatives ist, es interessiert sich jetzt nicht so viel für Mauern, wie ich gerne hätte.
Aber noch habe ich immer Türme, die halt damit draufballern und Leben nehmen. Okay. Ja, ich muss eigentlich jetzt mehr investieren soll darauf, dass meine Units sich immer ranken. Und ich hätte wahrscheinlich ungefähr 18 mal so viele Öltürme bauen müssen. Das ist jetzt wirklich einfach unendlich, bis ich kille. Das ist ja durchaus ein Problem. Okay, also der Ölturm hier, der hat Bock. Der Ölturm da auch. Der hat nicht mehr so viel Bock. Aber hier ist jetzt zumindest auch wieder ein Ölturm in der Nähe. Da oben hat noch alles Bock, das ist sehr gut. Okay, er ist auf 4 Leben. Ölturm macht dein Ding. Ja, okay, aber jetzt nicht direkt hier, oder? Was soll denn sein? Oh, eine meiner Kasernen ist da auch schon down. Und hier habe ich noch einen Ölturm, aber der ist so schlecht platziert, dass die den nicht mal fokussen können. Da eine Balliste wäre ich gut gewesen. Witzigerweise macht er natürlich irgendwo trotzdem seinen Job. Nee, jetzt kotzt er mir hier wirklich direkt rein. I hate it. Ich bin froh, dass ich hier die Ballisten gebaut habe, weil die machen viel. Aber die machen, glaube ich, trotzdem nicht genug. Also fürs nächste Mal haben wir eine Menge Learnings. Like eine Menge, Menge. Okay, Eckner, danke dir für deinen Zap. Ja. Der war, ja, unangenehm, würde ich sagen. Du hast auch dein neues Upgrade für deine Mühe geschaltet. Vorgeschaltet einen starken Anti-Luftangriff. Ja, super. Breitschwert. Langsame Nahkampfattacke verursacht Flächenschaden. Stark gegen Gruppen von Feinden. Aha. Ja, das wäre hier wahrscheinlich auch sehr gut gewesen. Maxim hätte das geschafft. Ich befürchte es fast. Ja. Ist trotzdem die erste Folge für den Trittkanal, ne? Wird wahrscheinlich noch mehr zu kommen, wenn ihr wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Peace, euer Johnny.